In einem gleichen sich Flugreisende sowie Bus- und Bahnfahrer. Sie wollen möglichst genau wissen, wann die Fahrt beginnt, wie lange ihre Fahrt dauert und wann sie am Zielort ankommen. Doch Fahrtdauer und Ankunftszeit ändern sich wie bei einer Autofahrt immer wieder, je nach Verkehrslage. Auch die Deutsche Bahn informiert ihre Kunden über Ankunft- und Abfahrtzeiten, zum Beispiel über die App DB Navigator. Die Minutenangaben in der App und auch die Verspätungsinformationen am Bahnhof waren bisher geschätzt und basierten auf der aktuell gemessenen Verspätung, die auf alle weiteren Haltestationen eines Zugs als Prognose übertragen wurde. Allerdings gibt es unterwegs viele Faktoren, die die tatsächliche Fahrzeit beeinflussen. Daher setzt die Deutsche Bahn neuerdings auf einen Prognoseautomaten und auf die komplexe Analyse von Echtzeitdaten. Der Prognoseautomat dient dazu, dass wir den Pain, den der Kunde hat, nämlich zu wissen, wann der Zug ankommt und wie seine Reise weitergeht, dass wir ihm erleichtern, dass wir ihm eine Empfehlung geben können, wie es weitergeht, damit er zu unserem Ziel kommt. Und mit dem Prognoseautomaten prognostizieren wir die Ankunfts- und Abfahrtszeiten des Zuges an den Bahnhöfen. Und daraus ermitteln wir dann auch Alternativen. Wer auf die Minute genau weiß, wann der Zug abfährt, muss nicht mehr zum Bahnsteig hetzen und kann stattdessen noch in Ruhe Kaffee trinken oder einkaufen. Doch wie funktioniert der Prognoseautomat? In ihn fließen permanent Daten von den Zugstrecken und Bahnhöfen ein. Dazu gehören auch sekundäre Informationen, die das System aus Verspätungsangaben anderer Züge gewinnen kann. Im Grunde ist das genau die Mechanik. Wir liefern in Echtzeit die Ist-Daten, die Ist-Zugläufe, Dispositionsentscheidungen in den Prognoseautomat. Dann gibt es einen Algorithmus, der über Nacht gelernt hat, mit den Daten umzugehen, der dann angewendet wird auf die Echtzeitinformation und in Echtzeit dann auch für den Betriebszustand, der jetzt gerade gilt, die Prognose ausrechnet für die folgenden Halte. Und er rechnet immer die Ankunftsprognose und Abfahrtsprognose für den gesamten verbleibenden Zuglauf. In Zukunft heißt das also, dass die rund 100 verschiedenen Anzeigen im Internet, in den Apps oder auf den Anzeigetafeln die Ankunft- und Abfahrtzeiten genau eingespielt bekommen. Fährt zum Beispiel ein Zug von Basel nach Hamburg, dann wird ab Basel der gesamte Zuglauf gerechnet und das minütlich, weil sich jederzeit die Situation in den Haltebahnhöfen oder auf der Strecke ändern kann. So passt sich die Prognose im Minutentakt an. Wir verarbeiten sehr, sehr viele Events pro Tag. Das sind viele Millionen Prognosen, die da am Tag erstellt werden und die wirklich minütlich halt in Echtzeit immer wieder gemacht werden. Wir haben in unseren Rechenzentren, konsolidieren wir die Daten minütlich, wir geben sie minütlich an die T-Systems, dort wird es wieder ausgerechnet und wir kriegen dann auch dieselben Daten innerhalb dieser Minute auch wieder zurück. Seit 2018 setzt die Deutsche Bahn die Big Data Prognose für alle Fernverkehrszüge ein. Die Erfahrungen aus dem Fernverkehr sollen dann 2019 auch für Prognosen im Regionalverkehr genutzt werden. Perspektivisch müssen wir natürlich viel weitergehen. Perspektivisch kann man Veranstaltungen, kann man Umlaufinformationen, Wetterinformationen sich vorstellen, da reinzubringen oder auch mit GPS noch anders zu arbeiten, GPS-Informationen noch zu nutzen, damit einfach eine viel, viel häufigere Frequenz von Informationen bekommen im Zug, sodass wir dann auch die Prognosen noch verbessern können.